Blub, blub, Leute, willkommen zu diesem neuen Let's Play-Projekt Memoria, das schwarze Auge. Das schwarze Auge ist eine Pen-and-Paper-Reihe, eine deutsche, oder eine Reihe, ich weiß gar nicht, aber es ist ein Pen-and-Paper-Spiel, ursprünglich, und es gibt ein paar Spiele dazu. Ich meine nur diese zwei, ich bin mir nicht so sicher, also Satin aufs Ketten, den Vorgänger hiervon, von Memoria, und Memoria selbst natürlich. Und ja, ich wollte es einfach mal spielen, weil ich kenne Satinavs Ketten. Ich habe es nie selbst gespielt, aber ich habe bei John McLeod das LP geschaut. Das hat mir sehr gefallen. Aber das Ende war so gemein. Ich fand das Ende grausig und voll böse und fies. Und John meinte zwar, das Ende passt zum schwarzen Auge. Ich fand es trotzdem voll gemein. Von daher bin ich gespannt, wie es hier läuft. Es ist total blind für mich, komplett. Ich hoffe, es wird euch erfreuen. Es ist nur einzig so, dass ich eben kurz ein bisschen angezockt habe. Die ersten 5 Minuten oder so kenne ich schon, also ein bisschen mehr. Die Einführung habe ich im Grunde gerade so halbwegs gespielt. Und habe mal reingeschaut und habe geguckt, dass im Sound alles passt und so. Jetzt müsste eigentlich alles passen soweit. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Es ist ja untypisch ein bisschen für mich, für meinen Kanal, aber das macht mir mal gerade gar nichts. Ihr kennt das ja so ein bisschen von mir, dass ich doch so ein bisschen bei allem, also bei vielen Genres zumindest, zu Hause bin und nicht nur bei einem. Und ja, wem das gefällt, der kann sich das gerne anschauen. Ich freue mich, wenn ihr euch das anschaut. Zum Sound muss ich kurz noch was sagen. Es tut mir leid, ich werde hier keine Rauschentfernung machen, weil ich gemerkt habe, dass es nichts bringt. Denn bei Divine Divinity zum Beispiel habe ich jetzt in 2, 3 Parts ein ekelhaftes Fiepen drin. Es mag nicht jedem auffallen, mir fällt es auf, mich stört es. Deswegen nehme ich lieber in Kauf, dass der Sound ein bisschen gedrückter klingt. Aber zumindest keinerlei Rauschen oder sowas vorhanden ist, denn ich finde Rauschen noch viel schlimmer. Ich werde gucken, ob ich daran was machen kann in nächster Zeit, vielleicht auch innerhalb dieses Projektes noch, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, ob ich ein bisschen Geld zusammenkratzen kann dafür, weil ich habe vor, mir ein anderes Mikro zu holen, das über USB funktioniert und da vielleicht dann Rauschentfernung machen zu können, ohne dieses, das Problem, das, was meine Soundkarte eben hervorruft. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also, naja, ich hoffe, es ist okay so, ihr könnt es ertragen in diesem Sinne, egal. Wir beginnen ein neues Spiel. Was war das? Das war komisch. Gerade so ein Flackern. Egal, wir machen ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe nur kurz angespielt. Eben bin noch nicht bei diesem ersten Rätsel gewesen. Ich habe es noch nicht angehört. Aber das machen wir jetzt. Wir schauen uns einfach mal an, wie es startet. So. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Ja, wir wünschen die Einführung ins Spiel einfach, weil ich nicht sicher bin, ob jeder von euch mit Point-and-Click-Adventure vertraut ist. Ich mach's einfach mal. Klickt auf einen Punkt im Wald, um dorthin zu laufen. Ja, sehr gut. Geron heißt er, glaube ich, der Gute. Wie gesagt, ich kenne Satinavs Ketten. Sollte ich jemanden hier spoilern, tut es mir leid. Wenn ihr Satinavs Ketten noch nicht kennt und nicht gespoilert werden möchtet, dann schaut es euch bitte an, zum Beispiel John McLeod, der das sehr schön gemacht hat. Ich werde hier aber ein bisschen spoilern von dem, was vorkommt. Oh, ein Reh! Und da ist das Reh weg, schade. Seid also dessen gewahr und dadurch seid auch gewarnt. So, wollen wir jetzt erstmal zu dieser Lichtung gehen? Denn da müssen wir hin. Na, da. Endlich! Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Garetti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Klickt auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten. Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Ja, ihr seht schon, ich spiele es auf Deutsch mit deutschen Untertiteln. Deutsche Untertitel sind einfach Pflicht, Leute. Also Untertitel sind Pflicht bei so einem Spiel. Das muss einfach sein, nicht, dass man irgendwas einfach nicht mitbekommt, richtig. Und ich spiele es auf Deutsch, es ist ein deutsches Spiel. Ich habe es eben schon mal in Englisch getestet, da waren die Stimmen auch sehr schön. Aber ich erkenne Gerons Stimme gerade direkt wieder und das freut mich schon.
Ja, wir müssen versuchen, die Hölzinfestung zu heilen. Geht doch auch ohne Magie. Obwohl er eben in dem kleinen Dialog ein bisschen doof klang. Im Englischen da ein bisschen gefestigter klang, ein bisschen selbstbewusster. Giron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand und anschließend auf die Holzfestung. Ja, das ist auch noch aus dem ersten Teil dieser Zauber, meine ich. Wir sollen zu und lerne die Festung damit reparieren, aber... Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und okay, ich lasse dich zu meinem Vater. Das war schön, denn es klang wirklich jetzt nach Ausreden. Die Holzfestung ist nicht das einzig interessante Objekt auf dieser Lichtung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Ja, ich spiele mit Hotspots, Leute. Vielleicht findet ihr etwas, das euch hilft, die Aufgabe ein bisschen zu erfüllen. Aber ich werde versuchen, die Hotspots nicht so sehr zu nutzen. Ich weiß nur, dass man sehr schnell mal was übersehen kann. Und deswegen lassen wir das. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Ich hätte mich auf dem Weg hierher fast verlaufen. Also... Warum stellt ihr euer Zelt auch mitten in den Wald und nicht vor die Tore der Stadt? Das haben wir, aber die Wachen haben uns fortgejagt. Sie sagten, wir gehören hier nicht hin und haben uns mit Prügel gedroht. Ach ja, gutes, altes, hasserfülltes Andergast. Über Andergast weiß ich gerade gar nichts mehr, was da passiert ist. Naja. Was ist da drin? Mach sie auf und sieh nach. Das Glas ist ganz rein und klar. Die Flasche muss ein Vermögen wert sein. Sie ist voll mit exotischen Tüchern und Stoffen. Ganz oben liegt eine Glasflasche. Ja, wir brauchen die Glasflasche, Leute. So. Denn, wie gesagt, also, soweit habe ich jetzt schon gespielt. Das kenne ich schon. Den Rest ist völlig blind, Leute. Keine Angst. Ihr tragt die Flasche nun bei euch. Wie eure Magie lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden. Bewegt erneut die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrad lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. Ja. Wir wollen den Zauber haben, wollen die Flasche kaputt machen. Denn... Und ich bin direkt darauf gekommen, Leute. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir hier hängen bleiben. Wir werden garantiert hängen, weil... Deshalb habe ich auch die Hotspot-Anzeige an. Es ist manchmal recht schwierig, drauf zu kommen, was die Entwickler von einem wollen. Und gerade in solchen Games. Und deswegen mache ich das. Ich bin nicht sehr vertraut mit solchen Games. Ich habe Deponia 1 gespielt, Deponia 2 angespielt. Aber das war auch teilweise ein Desaster. Da habe ich am Ende wirklich, einfach um es durchzubekommen, auch mal mit dem Lösungsbuch gearbeitet. Beziehungsweise meine Freundin hat mir dann ein paar Lösungstipps gegeben, während ich gespielt habe. Das war lustig. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Ja, das ist schön, dass es hier sowas gibt. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt. Erkundet eure Umgebung, nehmt mit, was ihr in eure Finger bekommt und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Ein bisschen viel Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein und vergesst eure Zaubersprüche nicht. Das vergisst man nämlich sehr schnell mal, deshalb machen wir das mal. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet. Und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Giron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Ich glaube, Nuri ist die Fee. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen? Oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Und ja, natürlich wollen wir Tee. Tee ist immer gut. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Giron, oder etwa nicht? Mögen wir Rätsel? Nein. Wenn sie lösbar sind, ja. Ja, natürlich mögen wir Rätsel, Mensch. Natürlich mag ich Rätsel.
sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Ja, darum geht's. Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Wir haben keine Wahl. Ja, und darum geht's in seiner Geschichte jetzt, in Memoria. Es geht darum, dass wir Nuri befreien, Nuri wieder zurückverwandeln können. Weil sie ist, glaube ich, zu einer Krähe geworden oder irgendwie sowas. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, Leute, aber ich glaube schon. Und da wir sie lieben, ist es natürlich klar, dass wir sie zurückverwandeln wollen. Aber es gibt noch einen Teil an dieser Geschichte und ich glaube, zu dem kommen wir jetzt. Ja, deswegen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Jetzt beginnt's richtig, sehr schön. I like. Eine wunderschöne Musik, Leute. Jetzt kommt, glaube ich, der andere Teil der Geschichte. Memoria. Erinnerung, ja. Kapitel 1 wohl. Ja, und hier sehen wir nämlich... Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Darum geht es, um die Prinzessin Satya in diesem Traum. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Beziehungsweise, so wie ich das verstehe, spielen wir zum Teil Satya und zum Teil Geron und versuchen dann, seine Story zu lösen mit ihrer Hilfe im Grunde.
Gut, wir haben hier verschiedene Sachen, die wir uns angucken können. Säulen, die Krieger, mit dem können wir reden, mit Magier, mit Rashvan können wir reden. Mit was auch immer das ist, können wir interagieren. Wir gucken jetzt mal die Säulen an. Sie beobachten mich. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Ja, die Prinzessin, die nicht kämpfen kann. Aber doch recht hübsch ist sie, oder? Ja, ich finde schon. Können wir den auch ausmachen? Sie beobachten mich. Ah, ist selber, okay. Dann denke ich mal, wenn man dran packt, ist auch selbe. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Aha, wir müssen ihn also abwaschen. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst, Silenzium bitte. Ich brauche Ruhe. Silenzium? Okay, wir können mit ihm reden. Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Oh Gott, wie Kinder. Ich wette, die beiden enden miteinander. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht verdient, dass man es ihm sagt. Ich kenne ihn erst seit gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm als er von mir. Er weiß, worum es geht, aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein. Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Ah, okay. Können wir noch mit ihm reden? Magier? Prinzessin? Ach, guck mal, sehr gut. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem tulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Aha, jetzt haben wir auch viel über sie erfahren, wer sie ist. Die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Oh, okay. Da kann man ganz schnell mal drauf gehen, ohne dass irgendjemand das interessiert. Oder noch schlimmer als Frau, ne? Naja. Harun. Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Das ist wahrscheinlich etwas der Cutscene, der da gestorben ist. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Okay, ja, es ist auch schön, dieses Spiel hier zu spielen, gemessen daran, dass ich vorher Soma mal gespielt habe. Also, was heißt mal gespielt habe? Ich habe vorher Soma gespielt und das ist ja im Grunde der Nachfolger jetzt, der darauf folgt. Und, ne? Es ist schon viel angenehmer. Krieger. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Finde ich aber auch, er ist gar nicht so übel, denke ich. Er hat nur irgendwas gegen sie. Ja, vielleicht steht er einfach auf sie und will es nicht zeigen. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja, sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkiner ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Okay, genug davon. Genug davon. Die reden das ja immer, Mensch, da muss ich ja gar nichts sagen. Hier ist ja wunderbare Tour. Ah, hier muss man kaum was tun. Mission. Was ist denn unsere Mission? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakar. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Ja, wir müssen ja triumphiert haben dann. Oh, jetzt gibt's wieder ganz viel mehr.
Unglaublich. Ja, wollen wir mal ein bisschen mehr darüber hören? Darum geht's auch in diesem Spiel, man muss sich Informationen beschaffen. Das haben wir ja auch im Tutorial eben gehört. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fazar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen wog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Super, dann klingt ja schon mal gut, wenn er Transformationsmagie beherrscht hat. Am Ende lebt er jetzt einfach die Erde in seinem Tode wieder oder hat sowas Schönes vorbereitet und wir haben hier mit 10.000 Golems zu kämpfen. Deswegen, ich habe die ganze Zeit schon das Auge hier auf diese Hand oder Fuß oder was auch immer das sein soll und diese Kreatur, oh Mann. Egal, wir hören uns mal mehr an, Maske von Malakar. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Jeden Verlust. Komisch. Komisch. Da steckt mehr dahinter zu sein und ich kann mir schon ein bisschen was denken, aber das behalte ich noch für mich. Erstmal gucken, wie es weitergeht. Und bitte keine Framerbrüche mehr. Heiliges Heer. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Das ist doch die Schlacht. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Stimmt, das ist immer noch das Problem. Man muss erstmal gewinnen, seit ja. Also das kann immer noch eine Weile dauern, selbst mit dieser Maske. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Doch, ich will meine Hilfe noch anbieten, Mensch. Das ist keine Frage per se, aber... Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum Desperatec? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Und wir werden da jetzt helfen. Gucken wir uns mal den Zierbogen an. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Denn ich denke, dieses Unbekannte wird viel interessanter werden. Hier sind Eingrabungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ah, das ist aber trotzdem ein bisschen komisch. Okay, aber sonst scheint hier auch nichts zu sein, außer dieses unbekannte Ding. Doch, ein Wächter. Hoffentlich war das der Letzte. Bleib unten. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Das ist ja böse. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. In der Tat. Ich könnte sagen, dass das eine Falle ist. Okay, gucken wir uns jetzt endlich mal das hier an. Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ja, aber das war... Aber... Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Ja, aber dann musst du den jetzt daran reiben, damit der Grabeingang sichtbar wird. Lieber nicht. Wie wär's, wenn du den damit einsitzt und dann daran reibst? Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Okay, dann wissen wir zumindest schon mal, wie das abläuft. Hast du irgendwelche Zauber? Nein. Hast du irgendwas anderes? Nein. Awesome. Dann müssen wir doch mal konsultieren. Okay, ich habe alle Punkte mir geguckt, deswegen gehen wir mal zur Halle.
Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Ja, hübsche Prinzessin, geh einfach weiter. Genau. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Oh. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Ja, jetzt wollt ihr noch Menschen nutzen wie Objekte, das ist super. Aber ja, eigentlich sind wir ja relativ gut. Okay, gibt's wieder ein paar andere Sachen. Interessant. Eine Hand. Achso, das ist eine riesige Hand. Wow, schaut's euch an. Krass. Koloss? Wir können mit dem Koloss reden. Achso, ja moin. Cool. Anscheinend gibt's hier eine Menge zu tun. Eine Bruchstelle. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Und sie ist also eine direkte Nachfahrin dieses Malakars, okay? Und alle waren Tyrannen, ja, das kann ich mir denken. Das ist ja öfter so in diesen Ländern. Leider. Ich muss da rein und die Waffe finden, sonst war alles umsonst. Der einzige Weg hinein oder hinaus ist die Tür. Okay. Wir gucken uns natürlich immer schön um, soweit es möglich ist. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Sehr schön. Ich finde sie auch schön animiert. Eine große Hand. Weiter nichts. Weiter nichts. Dann touch die Hand mal an. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim. Okay. Du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Was hat ihr Kasim angetan? Das, wer ist Kasim? Okay. Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Ein riesiger Zwerg, ja. Oder, ja. Okay. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich 1000-fach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Leute, irgendwie ist sie nicht so nett, oder? Sie ist eine ziemliche Drecksau. Also, so wie ich das sehe, ist sie eine ziemliche Kuh. Gerade. Ich hoffe, das ändert sich noch, denn so gefällt sie mir überhaupt nicht. Okay, sonst haben wir eigentlich nichts, nur zum Kampfplatz und wir können zur Ruine angucken. Das heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat 2 Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. Ach, stimmt. Gucken nochmal, habe ich irgendwas übersehen? Nein, nicht wirklich. Okay, der Part ist aber auch vorbei, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken uns das nächste Mal an, was in diesen Ruinen noch so zu finden ist und wie wir vor allem in diese komische Grabkammer kommen. Und hoffen wir mal, dass Saja nicht so eine doofe Kuh ist, wie sie sich gerade gibt, weil, oh Mann, ne? Ist ja Bescheid. So, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Memoria. Bis dann, Leute. Tschüss.